Hallo und herzlich willkommen zurück zum Blind Let's Play von The Witcher 3, die wilde Jagd. Und wir sind auf der Insel angekommen, haben den Kontakt zu uns, zu Kira, Kaira, wie auch immer sie heißt, verloren, weil ihr magisches Spielzeug wohl nicht mehr funktioniert hier. Das magische Telefon. Aber wir sind... Was ist das hier für ein schönes Ding? Wir erkunden hier mal die Gegend. Da geht eine Treppe runter. Das nehmen wir doch den Weg. Da liegt irgendwas rum zum Plündern. Da liegt doch eine Kiste oder so. Und da oben sind Viecher zum Erschlagen. Aber Kisten sind immer spannend. Runenstein. Oh, die könnte ich eigentlich auch einsetzen mal auf meine Schwerter hier. Vergiften. So, was habe ich denn für Runensteine? Ich habe einen Rüstungsdurchbohrung. Betäuben ist natürlich immer geil. Verbessertes Einfrieren. Komm, machen wir betäuben. Ich bin ein ganz großer Fan. Jetzt wüsste ich aber auch gern, ob man die hier stacken kann und ob die dann ein Diminishing Return haben. Gute Frage. Betäuben ist immer gut. So. Was ist das? Einfrieren. Das geht auf Taumeln. Taumeln ist natürlich auch geil. So. Das ist eine recht gute Rüstung. Zweite Stufe, vierte Stufe, sechs. Die Fallensteller. Quen. Mehr Quen ist natürlich gut. Ach, setzen wir doch einfach alles rein, was ich momentan in diese Dinger reinsetzen kann. Das war's. Gut, dann sind wir da auch schon schnell fertig geworden. Ein paar Verbesserungen reingepackt. Und hier geht's. Da geht's irgendwo hin. Interessant. Das kann man sich gleich mal angucken hier. Da gucke ich mal rein. Das sieht doch lecker aus hier. Was ist das, was es da gab? Ja, viel zu schlecht. Gut, da gab es nicht viel. Komme ich wieder nicht raus. Gelaufen und da ist ein Ertrunkener. Und hier sind irgendwelche Dinger. Was für Dinger hier? Ach so, ich kann ja noch die Nee. Das hilft irgendwie nicht.
Hey, witzig ist es schon mit dieser Lampe. Vielleicht hätte die da irgendwas geholfen. Ich bin ja eher neugierig. Da unten drin. Ah, okay. Wir gucken dann nochmal mit der Lampe rein. Das hier sieht irgendwie nicht spannend aus. Hat die Lampe hier irgendwen gezeigt? Nö. Okay, hier also nicht. So, wir folgen weiter dem Weg. Ich lasse doch die Lampe mitlaufen. Die will nichts essen. Da sind irgendwelche Monsters. Aha, da vorne ist irgendwas. Und die Verbesserungen auf unsere Waffen sind alle ausgelaufen. Das ist schade. Aber mir fällt noch ein Nekrophagenöl. Wo ist das denn da? Das packen wir doch mal da drauf. Und das hier da drauf. So. So. Aber da vorne sind noch irgendwelche Viecher. Die erlegen wir auch noch. Aber ich glaube, da kommen wir sowieso dran vorbei. Da vorne sieht es nach Hütten aus. Da ist was Interessantes. Das sieht aus wie ein Schwarm. Da will ich jetzt noch nicht hin. Gott, die Äste hier, die sind ja wirklich, als wären sie aus Gummi. Das sieht irgendwie lächerlich aus. Komm schon. Los. Los, erlegt die Viechers und ich bin tot. Na super. Habe ich ja ganz groß gemacht. Na super. Also nochmal hier rein. Das
Ist jetzt etwas doof. Weiter geht's. Achso, ja, Nekrophagenöl und ach Mist, die ganzen... Doch, die habe ich schon drauf, gut. Das Nekrophagenöl und das Gift der Erhängten und dann ist das mal abgehakt an der Stelle. Ich habe Igni an, ich könnte mal Quen... Ach. So wegen das. Vergesst immer, wie die Steuerung ist. Das ist ziemlich doof. So. Jetzt ging es irgendwo. Da vorne weiter. Ja, da vorne sind irgendwelche Viecher. Da sind ein paar Ghule. Warum höre ich die nicht? Ab. Und da hinten liegt auch noch was rum. Das Nekrophagenöl ist noch dran. Sehr schön. Was sie wohl umgebracht hat, sieht nicht nach dem Werk von Nekrophagen aus. Genau. Ja. Was muss ich denn eigentlich machen? Das ist immer eine gute Sache, das zu wissen. Geh zum Turm. Ja gut, dann... Was? Da war noch optional irgendwas? Optional, verwende die magische Lampe, um Geister zu finden. Ja, optional ist gut. Dann hau rein. Wir sind doch Tote. Geist, wo bist du? Komm her. Sind vier Stück. Fünf insgesamt. Alle zusammen tun weh. Der springt hier gar nicht rum. Und schon wieder tot. Ich glaub's ja nicht. Das ist ja nicht zu glauben. Okay.
Nochmal dieselbe Routine. Das Öl aufsetzen. Einfach weiter und mach hier die Gule. So, Gule Nummer 1, Gule Nummer 2. Was sie wohl umgebracht hat? Sieht nicht nach dem Werk von Nekrophagen aus. Ist da noch ein Mensch oder nur ein Stamm? Das ist nur ein Baumstamm. Nicht viele gerade. So, was ist das hier? Kenne ich noch nicht. Hier gibt's wieder Honig. Hier vielleicht irgendein. Irgendjemand, der was sagen will. Die haben hier ein Problem, hier hochzukommen. Das ist ja eine blöde Stelle für die. Das ist ja gemein hier. So, du hast hier keine Chance. Das ist ein Level 9er. Das ist auch gut so, dass ich hier nicht hochkomme. Gegangen. So. Häuser. In Häusern könnten sich Geister verstecken. Okay. Verstecken. Da sind irgendwelche
Gefängniszellen oder sowas ähnliches hingebaut worden. Oder eine Reuse. So. Da sind irgendwelche Viecher. Beziehungsweise irgendwas. So, dann hätten wir hier mal den... Eine frische Leiche. Er muss eine Weile nach dem Tod des Adligen gekommen sein. Aha. Wieder keine Geister hier. Aber eine Kiste... So, da sind noch, was ist jetzt? Reuseninsel Turm. Das heißt, hier müsste ich irgendwelche Geister finden. Okay, ich suche nochmal nach Geistern. Das gebe ich jetzt nicht so schnell auf. Da war noch ein zweites Häuschen. Und mehr Häuschen, die ich nicht durchsucht habe. Vielleicht finde ich da ja irgendwelche Geister. Danke, hier sind ja richtig gute Gegenstände dabei gewesen. So. Hier geht's gar nicht rein. Vielleicht von der anderen Seite. Nee, auch nicht. Das war mal ein Brunnen. Also ein Ex-Brunnen. Aha. Nee, hier geht's auch nicht rein. Hier ist ein Boot. Kaputtes. Ich sollte Keiras Lampe benutzen. Sie sind weg! Sieh nur! Auf und davon! Wir müssen schwimmen, los. Sie sind weg. Sieh nur. Auf und davon. Wir müssen schwimmen. Los. Was ist mit unseren Sachen? Ich kann sie nicht hier lassen. Geh schon. Finde ein Boot und komm mich dann holen. Wenn du es hinüber schaffst. Ja, warum nicht? Ich bin gleich wieder da. So. Sie sind weg. Sieh nur. Auf und davon. Sie sind weg. Sieh nur. Auf und davon. Wir müssen schwimmen. Los! Was ist mit unseren Sachen? Ich kann sie nicht hier lassen. Geh schon. Finde ein Boot und komm mich dann holen. Wenn du es hinüber schaffst. Ja, warum nicht? Ich bin gleich wieder da. So. Damit hätten wir den optionalen
Teil, glaube ich, abgehakt. Gibt es da noch was? Oh ne, wohl gibt es noch mehr. Okay. Das sind also so Schimmerpunkte. Dass die explodieren, die Scheiße. Und mir dann richtig Schaden zusetzen. Verdammt, bist du hässlich. So. Ich mir aber mal kurz an, gegen was ich hier kämpfe. Nekrophagen, ertrunkene Ghule, Moderhäute, da sind sie doch. Natürlich stinken sie, dachtest du, sie heißen Moderhäute, weil sie nach Rosen duften? Wese mir, Hex an der Volksschule. Moderhäute ähneln verwesenen Leichen ohne Haut. Ihre Präsenz wird meist von dem durchdringenden Verwesungsgestank verraten, dem sie ihren Namen zu verdanken haben. Verschlinger sind eine besonders gefährliche Moderhaut-Variante mit unstillbarem Appetit auf Menschenfleisch. Jo. Schön, schön. Dann ändere ich hier nochmal kurz die... das Essen, um mal ein bisschen aufzupäppeln. Und wir machen an der Stelle Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis bald!